Guten Abend, meine Damen und Herren. Belgischen Forschern ist es erstmals gelungen, ein Lebewesen durch die Zeit reisen zu lassen. Wie der Sprecher des Instituts für Zeitreisen und deren Erforschung in Brüssel heute Morgen mitteilte, gelang es den Wissenschaftlern bereits am vergangenen Samstag, den Schimpansen Bubbles 10 Minuten in die Vergangenheit zu schicken und anschließend wohlbehalten wieder zurückzuholen. Forscher aus aller Welt sprechen von einer Sensation. Aus Princeton im amerikanischen New Jersey meldete sich bereits Albert Einstein mit den Worten: "Ich hab's ja immer gesagt." Der Schriftsteller H.G. Wells aus London wird mit den Worten zitiert: "Warum hat das denn so lange gedauert?" Aber auch kritische Stimmen meldeten sich. So sagte zum Beispiel Michael Jackson am übernächsten Montag: "Ich will meinen Schimpansen wieder haben." Das Wetter. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Special, das sich ganz um das Thema Zeitreise drehen soll. Wer kann der Idee denn schon widerstehen, in der Zeit zurückzureisen und vielleicht das eine oder andere in seinem Leben anders zu machen, vielleicht peinlichen Situationen auszuweichen oder dumme Fehler ungeschehen zu machen. Dieses Thema beschäftigt natürlich auch viele, viele, viele Autoren und viele, viele Filmemacher. Und als ich mir mal so überlegt habe, was machst du in dem Special, habe ich mal geschaut, was für Filme es eigentlich gibt, die sich um Zeitreise drehen. Und es gibt eine ganze Menge. Angefangen natürlich mit dem absoluten Klassiker des Science-Fiction-Films Die Zeitmaschine von 1960 von George Pal mit Rod Taylor. Ich weiß noch, dass ich den als Kind gesehen habe und furchtbar Schiss gekriegt habe, als die in diese Unterwelt eingestiegen sind und die Morlocks, da diese Arbeiterklasse, die Elois von oben, von der Oberwelt nach unten gebracht haben zum Arbeiten. Ich fand das ganz schön gruselig. Und dann natürlich einer meiner Lieblingskomödien. Und täglich grüßt das Murmeltier. Bill Murray ist in einer Zeitschleife gefangen und wacht jeden Morgen um dieselbe Zeit am selben Tag auf, wird geweckt durch den Radiowecker. Ich glaube, durch das Lied I Got You Babe, ich bin mir aber gar nicht sicher, und muss jeden Tag oder immer wieder denselben Tag durchleben. Zurück in die Zukunft, natürlich der absolute Klassiker, ein Jugendfilm, brillant, Steven Spielberg. Doc Brown erfindet den Fluxkompensator, als er sich den Kopf an einer Kloschüssel aufschlägt und natürlich, wie kann es anderes sein, baut er ihn in einen DeLorean ein. Dann gibt es natürlich auch bei Harry Potter den Zeitumkehrer, den Dumbledore, den drei Schülern gibt und sie so in der Zeit zurückreisen können. Und dann natürlich der Weihnachtsklassiker Ist das Leben nicht schön mit James Stewart, der George Bailey spielt. George Bailey wird von einem Engel namens Clarence gerettet, als er Selbstmord verüben will. Und Clarence reist mit George Bailey zurück in der Zeit und zeigt ihm die Welt, wie sie gewesen wäre, wenn er nicht geboren worden wäre. Ein wunderschöner Weihnachtsfilm, der absolute Klassiker. Sehr zu empfehlen für alle, die ihn nicht kennen. Aber es gibt natürlich auch unglaublich viel Literatur über Zeitreise. Und ich mache dieses Special eigentlich aus aktuellem Anlass, weil ich habe mir einen Reiseführer gekauft und habe ihn auch von vorne bis hinten gelesen. Das ist für einen Reiseführer vielleicht etwas ungewöhnlich, dass man den von vorne bis hinten liest. Aber dieser Reiseführer ist von einer Gesellschaft herausgegeben worden, einer Gesellschaft, einer OHG, die Zeitreisen anbietet. Und das ist dieses Buch, die Zeitreise, Per Zeitmaschine durch die Geschichte. Tolles Buch, sage ich aber gleich noch ein paar Worte dazu. Ich bin durch mein Bücherregal gegangen und habe mit Erstaunen festgestellt, wie viele Bücher ich über Zeitreisen eigentlich besitze und wie verschieden diese ganzen Geschichten sind. Und natürlich, das Erste, was ich mir aus dem Regal geholt habe, ist dieses Schmuckstück.
Es ist die Zeitmaschine von H.G. Wells, dem Erfinder der Zeitreise in Literatur, eigentlich mehr oder weniger der Erfinder der Science Fiction. Das Buch ist Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben worden und in Deutschland das erste Mal, glaube ich, 1902 oder 1904 erschienen. Und das ist so ein Schmuckstück aus dem Jahre 1961. Es hat 120 Seiten ungefähr. 126 Seiten, ist also in einem Rutsch gelesen und gilt natürlich als der absolute Klassiker des Science-Fiction-Romans, der Zeitreisegeschichte. Und was ich hier gerade entdecke, das ist heute natürlich undenkbar, in diesem Buch ist Werbung drin und zwar nicht irgendeine Werbung, sondern Werbung für Zigaretten. Peter Stuyvesant, naja. Gut, ein weiteres Buch über Zeitreisen, was natürlich ganz viele von euch kennen, ist dieser Schinken, Stephen King, Der Anschlag. Und zwar geht es hier um einen Mann, der ein Portal entdeckt, in dem er in die Zeit zurückreisen kann. Und er reist zurück und landet immer dann, wenn er das Portal benutzt, an einem bestimmten Ort zu einer ganz bestimmten Zeit. Und zwar ist es im Jahre, ich glaube 1958, an einem September 1958. Und immer wenn er dieses Portal benutzt, kommt er wieder genau zu diesem Zeitpunkt an und alles das, was er in der Welt verändert hat, ist quasi wieder rückgängig gemacht worden. Er muss also immer wieder von vorne anfangen. Und er überlegt sich, ich könnte ja den Anschlag auf John F. Kennedy im Jahre 1963 verhindern. Und Stephen King wäre nicht Stephen King, wenn es ihm nicht gelungen wäre, hier auf über 1000 Seiten eine brillante Geschichte zu erzählen. Es ist kein Horrorroman, es ist auch zum Teil nicht unbedingt Fantasy und Science Fiction, sondern ja, es ist eine Geschichtsstunde und es ist auch eine Wiedergabe der Zeit damals. Also er lebt ja dann oder er muss ja zwangsweise von 1958 bis 1963 leben. Die Jahre verbringt er in einem Dorf, knüpft natürlich auch entsprechende Freundschaften und Bekanntschaften und davon erzählt halt Stephen King in dem Roman Der Anschlag. Der nächste Roman, den ich gefunden habe, den kennen sicherlich auch ganz, ganz viele, ein Bestseller aus deutscher Produktion. Das ist nämlich von Andreas Eschbach, das Jesus-Video. Hier finden Archäologen bei Ausgrabungen in einem über 2000 Jahre alten Grab eine Videokamera, und zwar nicht irgendeine Videokamera, sondern eine Videokamera, die noch gar nicht auf dem Markt ist. Und laut Aussage des Herstellers dieser Videokamera wird diese erst in ein oder zwei Jahren als Serienmodell erhältlich sein. Das wirft natürlich Fragen auf, denn wie kommt diese uralte Kamera, die ja eigentlich nagelneu oder noch gar nicht auf dem Markt ist, ja, wie kommt die durch die Zeit in dieses Grab? Ja, das erzählt dieser Thriller, das Jesus-Video, ein sehr, sehr spannender Roman, der alles so ein bisschen durcheinander mixt. Es geht um Verschwörungen, es geht um den Vatikan, der sich einschaltet, denn auf diesem Videotape soll angeblich Jesus Christus zu sehen sein. Ja, dann gibt es die 13. Stunde von Richard Dötsch. Und zwar hat hier ein Mann die Gelegenheit, den Tod seiner Ehefrau zu verhindern, denn er bekommt eine Uhr geschenkt, die rückwärts läuft. Und zwar immer zur vollen Stunde. Also er hat 13 Stunden. Er beginnt um, sagen wir mal, 22 Uhr. Ja? Von 22 bis 23 Uhr geschehen Ereignisse. Und um 22.59 Uhr stellt die Uhr sich um auf 21 Uhr. Klingt etwas verwirrend, ist es auch, ebenso wie das Buch, aber trotzdem eine absolute Leseempfehlung. Ja, und auch einer von den Klassikern, den viele sicherlich kennen, ist Ken Grimwood, Das zweite Spiel. Dieser Roman ist allerdings auch schon etwas älter, ich meine aus den 80er Jahren. Und hier geht es um einen Mann, der 1988 an einem Herzinfarkt stirbt und sich aber dann im Mai 1963 wiederfindet. Das heißt, er stirbt und wird in der Zeit zurückversetzt. So,
Und er hat jetzt die Gelegenheit, sein ganzes Leben nochmal zu leben. Bis zu dem besagten Tag am 18. Oktober 1988 er wieder in seinem Büro sitzt und an einem Herzinfarkt stirbt. Und ratet, was dann passiert? Er findet sich wieder im Mai 1963. Und was das Schöne ist, er weiß natürlich alles. Er weiß, wie die Aktienkurse sich entwickeln. Er kann Fußballwetten eingehen. Er weiß natürlich viel, 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 um viel Geld zu verdienen. Und das tut er dann auch. Aber was nutzt es ihm? Denn im Oktober 1988 sitzt er wieder an seinem Schreibtisch und bekommt einen Herzinfarkt. Das ist alles ähnlich wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich meine auch, dass das so ein bisschen auch die Vorlage zu diesem Film war und ist auch sehr lebenswert. Ja, aber was ich eigentlich hauptsächlich vorstellen wollte, welches Buch, ist das Buch Historische Momente per Zeitmaschine durch die Geschichte. Also, wir haben die Gelegenheit, mit den Anbietern der Zeitreisen OHG Zeitreisen zu unternehmen. Die Angebote sind sehr vielfältig. Wir können zum Beispiel in die Vergangenheit reisen und an dem Ausbruch des Vesuvs teilnehmen, der Pompeji vernichtet hat. Wir können aber auch nach Hamburg reisen, in die 60er Jahre und die ersten Auftritte der Beatles miterleben. Und wir können auch, und das finde ich auch besonders spannend, den Fall der Berliner Mauer live miterleben. Hier wird auch genau erzählt, wo man sich aufhalten sollte, um alles Interessante mitzukriegen. Und die Aufmachung ist so, dass natürlich auch Karten drin sind, weil man muss ja auch wissen, wo man wieder abgeholt wird. Es sind Tipps zur Bekleidung da, man wird auch ausgestattet. Im England des 18. Jahrhunderts trägt man zum Beispiel Zylinder, man kann zur Weltausstellung 1853 reisen, man kann an den Olympischen Spielen im Jahre, wann war das, 161 nach Christus teilnehmen. Und was ich auch besonders interessant finde, man kann im Jahre 1969 an dem legendären Woodstock-Festival teilnehmen. Es wird allerdings vor den sanitären Anlagen gewarnt und von der Essensverpflegung, aber ansonsten soll es sich sehr, sehr lohnen. Die Zeitreise OHG bringt Sie per Zeitmaschine zurück in die Vergangenheit. Erleben Sie vor Ort den Ausbruch des Vesuvs, das Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo. Segeln Sie mit Captain Cook nach Tahiti und Australien oder verbringen Sie ein paar Monate mit Marco Polo bei Kublai Khan. Neben Abenteuer und Extremreisen finden Sie auch kulturelle und sportliche Mega-Events in unserem Programm, unter anderem die allererste Premiere in Shakespeare's Global Theater und Entschuldigung. Und den Rumble in the Jungle in Kinshasa, wo Mohammed Ali gegen George Foreman kämpft. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, inklusive Tipps zur Unterbringung, Verpflegung, Währung und Kleiderordnung. Und hier ist noch ein kleines Sternchen. Und da steht, was ich besonders schön finde, noch eine Warnung an alle Zeitreisenden. Unangemessenes Verhalten kann Störungen im Raum- und Zeitkontinuum verursachen, die den Lauf der Geschichte verändern und schlimmstenfalls ihre eigene Geburt verhindern. Also für alle, die sich auf Reisen begeben, ja, Vorsicht, nicht in das Geschehen eingreifen. Man darf auch keine Souvenirs kaufen und die mit in die heutige Zeit nehmen. Das ist auch verboten. Es steht leider nichts zu den Preisen für solche Reisen hier drin, aber ich glaube, billig ist das nicht. Ja, und um die Sache etwas abzurunden, habe ich mir noch einen kleinen Tag ausgedacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es einen solchen Tag in dieser Form gibt. Ich habe leider keinen gefunden. Deshalb erfinde ich den jetzt einfach mal. Und zwar ist die Ausgangssituation so, dass du entweder eine Zeitmaschine erfunden hast oder von einem verrückten Professor, von Doc Brown oder wem auch immer, eine Zeitmaschine zur Verfügung gestellt hast. Und die jetzt auch benutzen darfst. Du kannst also sowohl in die Vergangenheit reisen, als auch in die Zukunft. Und ich habe mir 6 Fragen überlegt, die ich gerne stellen würde. Und zwar ist die erste Frage: Welchen verstorbenen Autor oder welche Autorin würdest du gerne zum Tee oder zum Kaffee treffen? Und worüber würdest du dich mit ihm oder mit ihr unterhalten? Was würde dich interessieren?
Die zweite Frage lautet: Du bekommst von einem großen Verlag die Aufgabe, ein Buch über ein historisches Ereignis zu schreiben. Welches würdest du wählen, um es mittels Zeitreise live miterleben zu können? Die dritte Frage: In welcher Ära würdest du gerne eine längere Zeit verbringen? Also ein paar Monate oder ein Jahr? Und was würdest du als erstes machen? Was würdest du zum Beispiel besuchen oder wen? Die vierte Frage: Mit der Zeitmaschine kannst du natürlich auch in die Zukunft reisen. Würdest du dich selbst besuchen und Fragen über dein zukünftiges Leben stellen? Die Frage 5. Du kennst all diese tollen Bücher, die in der Vergangenheit geschrieben worden sind. Welchen Autor würdest du die Idee klauen und in die Vergangenheit reisen, um das entsprechende Buch vor ihm zu schreiben und herauszubringen? Und die sechste Frage: Welchen Roman oder die Erscheinung welchen Romans würdest du mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern versuchen? Ich würde mich freuen, wenn ihr alle kräftig mitmacht. Ich tagge quasi alle, die das sehen, alle, die Lust haben, diesen Tag zu machen. Gebt ihn einfach auch weiter. Mich würden die Antworten auf die Fragen echt interessieren. Ja, das war es mit meinem Zeitreise-Special. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen und der eine oder andere Buchtipp war vielleicht dabei oder der eine oder andere Filmtipp. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und lasst mir doch jede Menge Kommentare da über das Thema Zeitreise, wie ihr darüber denkt, wie ihr über das Raum-Zeit-Kontinuum denkt. Ist es überhaupt möglich? Würden wir es nicht schon längst wissen, wenn Zeitreisen theoretisch oder auch praktisch möglich wären? Ja, und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als habt viel Spaß bei allem, was ihr da draußen unternehmt und tut. Und Adele! Ich reise jetzt zurück in die 30er Jahre nach Berlin und lerne Marlene Dietrich kennen. Bis dann!